Unser Minecraft PvP Trainingsserver ist schon seit fast anderthalb Jahren veröffentlicht und nun ist es mal an der Zeit, die veraltete Minecraft-Version 1.8 hinter sich zu lassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gemeint ist, dass unser Netzwerk Techless.net komplett überarbeitet, verbessert und in die 1.17 Version geswitcht wird. Welche neuen Spielmodis auf euch zukommen werden und wie ihr euch als Builder bewerben könnt, das erfahrt ihr im heutigen Video. Vor wenigen Monaten habe ich euch über die YouTube Community Tab Funktion gefragt, welche eure Lieblings-Minecraft-Version ist. Das Ergebnis? Ihr seid sehr zwiegespalten. 48% von euch mögen die 1.8 noch am meisten, aber die anderen 52% haben sich bereits für die neueren Versionen entschieden. Das bedeutet, die Entscheidung liegt mal wieder bei mir, beziehungsweise bei unserem Serverteam. Das Problem ist, wir können es halt nicht jedem recht machen. Entschieden haben wir uns für die Version 1.17, da es in den neuen Versionen viele neue Möglichkeiten, neue Items und Blöcke zum Bauen gibt. Glaubt mir, ich war auch mal in der 1.8 PvP-Szene aktiv und habe mich mit der Zeit mehr davon entfernt. Vielleicht könnt ihr dem neuen PvP-System auch eine Chance geben, indem ihr zum Beispiel beim neuen Release mitspielt. Denn bei diesem Update werden wir erstmal nur Kit-PvP in der neuen 1.17 Version releasen. Aber keine Sorge, es werden noch weitere Spielmodis auf euch zukommen. Das Ganze benötigt einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit. Das Datum des Releases steht auch noch nicht fest, weil wir die Zeit benötigen, den Server möglichst perfekt aufzusetzen, um euch den besten Spielspaß zu geben. Wenn du uns nicht nur unterstützen möchtest, indem du beim Release auf dem Server spielst, sondern noch andere Kompetenzen wie Programmieren oder in Minecraft bauen hast, würden wir uns natürlich freuen, wenn du dich bewirbst. Denn ab sofort läuft eine Bewerbungsphase und es ist somit die perfekte Möglichkeit, in unser Team zu kommen. Im neu eingerichteten Discord-Server, Gruß geht raus an Max und Janik, könnt ihr mit /support ein Ticket öffnen und dort eure Bewerbung abschicken. Für Bilder haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Ihr müsst kein Fließtext über euch verfassen, sondern sollt auf den Server techless.net joinen und über den Kompass auf die Plotwelt kommen. Dort könnt ihr mit /plot claim ein beliebiges Plot auf unserer Welt bebauen. Mit /plot help werden auch noch alle wichtigen Befehle aufgelistet. Und der Boss ist ganz euch überlassen. Seid einfach kreativ und überzeugt uns, dass du der Richtige für uns bist. Ihr habt 2 Wochen Zeit, um euer Plot fertigzustellen und danach geht es an die Bewertungsphase. Und wir schreiben die Bilder, die uns überzeugt haben, über Discord an. Gefällt euch auch euer selbstgebautes Plot, können wir mit Nachfrage ohne Probleme eine Schmattik vom Bauwerk machen und euch übergeben. Dann habt ihr selbst euer Bauwerk in der Hand und könnt damit machen, was ihr wollt. Jeden Mittwoch und Freitag bin ich von 18 bis 20 Uhr live auf Twitch und werde hin und wieder ein Auge in die Plotwelt geben. Also wenn ihr meine Meinung zu eurem Plot haben möchtet, dann müsst ihr einfach nur mal vorbeischauen. Das heutige Video dient eher als Information über die Bewerbungsphase. Aber ihr merkt, ich lebe noch, bin nur aktiver auf Twitch als auf YouTube und arbeite im Hintergrund mit dem Team an verschiedensten Projekten, die diesen Sommer noch auf euch zukommen werden. Seid also gespannt, die nächsten Monate werden sehr, sehr wild, wahrscheinlich sogar noch krasser als dieser Spielmodi, obwohl Squid Game auch schon echt ziemlich viel Potenzial hatte. Hier könnt ihr das Video dazu nochmal angucken und ich bin raus, ciao.